Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da haben wir jetzt in Mamas Altmodische Geheimnisschatulle eine Farmable Mythic, den Stewie. Ja. Stewie ist weniger interessant. Also zumindest in dieser Box hier. Oktoberfest Tire Box nach wie vor da mit Oktoberfest Hermes, Bier Festival Hermes Konrad, LARP Bartenders Not, Wodka Bier und Bill Daughtry und diesen ganzen Kombos da. So, dann haben wir nach wie vor den Philip J. Fry, das Bobby Pack hier mit Herumtalken, Thunder Cocktails, Wodka Bier und Francine Smith. Ja. Habe ich auch schon oft genug drüber gesprochen. Mega geil hier die Tainted Wodka Box. Meine absolute Empfehlung. Thumbs up. Die ist einfach nur mega cool. Bier Bottle Toast, Thunder Cocktails, Wodka Bier, Party im Biertank, Bill Daughtry und Peter. Also definitiv einen Buy-Wert. Einen Buy-Wert. So, dann haben wir hier als allererstes immer schnell den Daily Combo Masteries angelangt. Wir haben den Food Restaurant Stan. Den schauen wir uns jetzt gleich mal an hier. Das wäre, wo ist er denn? Moment. Jo, sollte passen. Dieser da. Mit einem Stan und Restaurantkarten. Brauchen wir nicht lange drüber zu reden. Bob's Burgers, absoluter Schrott. Food Restaurants, denn wenn wir da rechts gucken, noch größerer Schrott. Also wenn es schon nur ein Burger ist und den dann auch noch eingeschränkt, sorry Leute, dafür 500 Gems ist absolut vergeudet. Hier haben wir Spaceship Pilot. Das ist diese Combo hier mit einem Roger und dem Planet Express Schiff. Wenn wir das Ganze jetzt mal maxen, gucken wir uns das mal an. Hier 14er Bombe, 21. Jetzt lass uns mal überlegen, das wäre bei der Space Challenge das Doppelte, also 100% Aufschlag. Bedeutet, wir hätten hier jetzt 28er, eine 28er Bombe, 42 Angriff und 148 Leben. Wenn wir jetzt hier nur 10% draufrechnen, da wären wir bei 15, also das heißt eigentlich pro Ding kriegen wir 20% drauf bei dem Space Challenge. Bei der Space Challenge, ja, nämlich genau 100% mehr. Also hier hätten wir jetzt dann, sagen wir mal 15, dann hätten wir eine 30er Bombe. Und da hätten wir 23, also 46 Angriff. Hier könnte es unter Umständen eben interessant werden, mal Gems hinein zu ballern. Allerdings nur für diejenigen, die auch davon genug haben. Also meine Empfehlung für die Pay-to-Win-Spieler. Ja, packt eure Gems mal hier rein. Das könnte unter Umständen interessant werden. So, hier Sheings Zoidberg. Das ist dieser da, ein Dr. Zoidberg. Also heute ist irgendwie Zoidberg Day, habe ich das Gefühl. Und daher jetzt hier mit Sportkarten, mit Deathball. Also gucken wir mal, was da hinten rauskommt. Sheings Zoidberg ist natürlich mega. Mit Entführen, mit Blutsauger und mit Gas. 18, 26, 20. Hier haben wir eine Deathball, Softball Player Jerome, Terrestrial Cycling, Yogi Victor, Synchronized Swimming, Doubles Ping Pong, Toxic Shock, The Bazooka Sharks, Millie's Trampoline und Tom Landry Baseball Team. Ja, hier machen 10% schon verdammt viel aus bei diesen Werten. Also das Ding ist eine absolute Empfehlung. Hier hätten wir wahrscheinlich 19-fach entführen. 27 oder 28 Blutsauger, 22 Gas, 21 Angriff und da unten 91 Leben. Also Sheen Zoidberg, wer den Mythic Zoidberg hat, sollte sich diese Combo jetzt auf jeden Fall gönnen. Pentimento Last Supper ist die zweite Zoidberg-Kombo für heute. Das ist diese da.
Ist eine Kunstkombo. Die einzige, die hier unten ist, ist die mit der Buzzsaw. Die Pentimento Last Supper, wie man sehen kann, ist jetzt nicht der Oberbrüller. Deshalb sage ich mal Finger weg von dem Ding hier. Ja, also Empfehlung für diejenigen, die genügend Gems haben, alleine schon jetzt hier für diese Space Challenge, die mit Sicherheit wiederkommen wird. Paid da was rein bei dem Space Pilot Roger und dann hier Xing Zoidberg für die Leute, die den Mythic Zoidberg haben. Für alle anderen ist das aktuell nicht so berauschend. Holt euch dann unter Umständen eben diese Box hier im Shop. Das Sonderangebot für 800. Da Tainted Wodka Box absolut OP. Ja, wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit Medeman Guy. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Ich würde mich freuen, euch wiederzusehen. Macht's gut.